Aber das Gute ist, ich denke mal, ich weiß jetzt ungefähr, wie ich die Leute töten kann. Ich werde die einzeln rauslocken. Dann mit einem Backstep versuchen zu töten, dann gehen die am schnellsten tot. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht vergiftet werde. Und was soll's. Passiert halt. Scheiße passiert. Ich hoffe, dass das nicht allzu oft passiert hier. So, wie wär's, wenn du mal bitte mal deinen Rücken mir zuwendest? Keine Ahnung, was das sollte. Ach ja, und ich sollte vielleicht auch vorher noch meine. Die geben auf jeden Fall gute Erfahrung, sehe ich gerade. Ich sollte auf jeden Fall auch mal vielleicht meine Tränke füllen vorher. Wäre sinnvoll. Ja, wenn es mir ganz bunt, wirklich zu bunt wird, dann werde ich sowieso hier, denke ich mal, die. Oh, oben ist auch noch ein Gegenstand. Oh, du bist ja schon da. Oh ja, zieht ordentlich ab, auf jeden Fall mit seinem beschissenen Hammer hier. Danke! Das Gute ist, die Scheiße stirbt sofort, wenn ich da hinten reinhaue, Backstep mache. Aber wie komme ich jetzt hier hoch? Das würde mich mal interessieren. Vor allen Dingen, ich glaube, ich werde hier dich mal ein bisschen beschießen hier. Ja, ich glaube, dann gehe ich lieber auf die Pfeile hier. Ah, jetzt wollte ich gerade sagen. Ja, ein bisschen zieht's ab, aber das ist es mir wert. Ich glaube, du Typ hier, du lebst auch noch. Ja, das dachte ich mir schon. Oh fuck, hier ist auch noch jemand. Ja, ich glaube, ich warte erstmal einen kleinen Rückzug machen hier. Minimal. Weil ich will nicht unbedingt von dem Bogenschützen nochmal getroffen werden hier. Na komm her. Sei lieb. Mit ein bisschen Glück gehst du sogar eher tot, bevor deine Kollegen überhaupt da sind hier. Ja, sehr gut. So, wo ist dein Kollege? Da hinten steht er. Hat aber schon wieder keinen Bock mehr hier, der Kriebel. Na, komm mal her hier. Dich erwische ich auch noch. Pass auf. Musst du mich noch treffen hier? Aua. Ja, also schadenmäßig hauen die gut rein auf jeden Fall. Das muss man sagen. Jetzt sind ja natürlich alle wieder da, die Penner hier. Leck mich auch mal. Der trifft mich nie. Das ist gut. Dann kann ich dich treffen. Das hoffentlich bevor der andere Typ jetzt kommt hier. Wo ist er denn? Da ist er weg. Hat er Pech gehabt. Ist noch jemand? Mal gucken, ob ich ihn auch noch treffe. Ja, ich hoffe, ich werde nicht überrascht jetzt irgendwie. Trotteln. Aber hier kann man die ganz gut treffen, auf jeden Fall. Sollte man vielleicht eine Nachricht schreiben. Zack. Schwäche, Bogen. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, komm mal mit hier. Kollege. Ach, müssen die wieder zu zweit kommen? Oh Gott. Fuck. Leck mich doch am Arsch hier. Ja, so große Gegnerkonzentration ist natürlich immer ein bisschen blöd, aber. Ja, wenn du nicht kommst, dann machen wir das halt so. Ich weiß nicht, warum die hier nicht weiterfahren oder gehen. Da kommt einer noch. Zack, weg. Sehr schön. Sogar was fallen lassen hier. Aber bevor ich es einsammle, wirst du wahrscheinlich erstmal sterben hier. Dankeschön. Hat er es überlebt? Unglaublich. Aber jetzt nicht mehr. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er hat doch was fallen lassen hier, oder nicht? Oder auch nicht. Ja, Distanzkampf. Ja, da hat er recht. Das ist wirklich eine gute Idee hier.
Ja, die Frage ist jetzt, was bringt das, wenn hier das Ding runtergefahren wird? Aber ich glaube, wie gesagt, das war ein Rückweg, wie es aussah hier. Aber die Frage ist natürlich jetzt eher, ja, bringt das was, wenn ich das Ding jetzt runterfahre hier? Ich glaube es eher nicht, weil wie gesagt, wenn ich einmal da unten lande... Ach ja, die wollte ich noch töten hier. Oh, ein bisschen aufladen, die Energie wieder. Bitte nicht das Ding treffen. Sehr gut. Ja, keine Ahnung, wie viel Erfahrung das gibt. Irgendwie kann ich das nicht sehen hier, wie es aussieht. Aber ich will jetzt ja auch nicht runterspringen, wie gesagt. Also der Fallschaden ist in Dark Souls 2 deutlich höher wie im ersten Teil. Und ich habe mir mal ein paar Videos zu Demon's Souls angeguckt. Was ja auch ähnlich wie Dark Souls ist auf jeden Fall, logischerweise. Aber der Fallschaden ist wirklich extrem. Oh fuck, hier kommt ja noch jemand. Ganz vergessen. Weißt du was? Arschlecken. Verpiss mich jetzt. Du kannst ja mitkommen, wenn du willst. Na komm. Ich hoffe bloß, dass hier unten noch mehr Leute sind. Ne, ich glaube, der will nicht hier, oder? Ah, doch. Hast du Pech gehabt. Ja, dämlich. Auf jeden Fall. Und der stirbt direkt. Das ist noch besser. Fuck, jetzt bin ich schon wieder hier unten. Ach ne, doch nicht. Okay. Ich dachte schon. Das wäre für den Arsch gewesen jetzt. Ja, jetzt haben wir ca. 50 Meter geschafft innerhalb von, ich glaube, einer Viertelstunde. Oh Gott, hier ist ja noch jemand. Komm mal her, hier. Gut, dass die Backsteps immer noch relativ stark sind hier. Dankeschön. Ich habe auch keine Ahnung, ob es hier wirklich gute Waffen gibt. Also in dem normalen Spiel, sage ich jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt hier... Ich denke mal, der Hammer, der ist schon ziemlich gut, oder der Streitkolben, den ich jetzt habe, aber... Denk mal, dass es da durchaus noch Verbesserungspotenzial gibt, was Waffen angeht. Also, ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert hier. Irgendwie habe ich gerade was krabbeln hören hier, wie es aussieht. Da drin, oder? Oh Gott, das erinnert mich doch schon wieder an... Oh nee, leck mich am Arsch. Oh Gott, was ist das? Ich glaube, das wird schon mal aus der Entfernung getötet hier. Ich glaube, mich beschießt irgendjemand hier, ja. Weiß ich, ob man das... Ah, okay. Ich glaube, das werden wir mal deaktivieren hier. Glaube ich. Ich habe keinen Bock, irgendwie da reinzurennen, vergiftet zu werden oder verflucht oder meine Ausrüstung kaputt gehen zu lassen. Während du daneben noch stirbst hier. Mal einmal dabei sind. Ich glaube, ich muss bei Zeiten mir neue Pfeile kaufen hier. Ich habe schon wieder über 100 Pfeile verschossen. Dankeschön. Mal wieder zurückwechseln für Notfall. Ist hier irgendwas? Ne. Ja, ich glaube, ich gucke erstmal in diese Kammer rein hier. Hinten sind noch mehr von den Dingern. Ich glaube, die töte ich alle hier. Diese. Ich glaube nicht, dass das was Gutes ist, wenn ich hier reinlaufe. Ich habe keine Ahnung, aber meine Dark Souls-Erfahrung, meine langjährige, würde ich jetzt nicht behaupten, aber... Oh Mann, ey. Ganz im Ernst. Okay, das ist schon kaputt, wie es aussieht. Da hinten ist noch eins. Und um die Ecke ist auch noch eins. Ja, mich würde es echt mal interessieren, was das ist, aber ich glaube, ich werde es noch früher oder später eh rausfinden. Von daher. Ich glaube, spätestens, wenn ich hier zur Tür reinlaufe. Obwohl. Sieht gut aus bis jetzt. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall sind hier Leute gestorben. Vielleicht sollte ich mal reingucken, wie die gestorben sind. Ah, ist wahrscheinlich von hinten getroffen worden. Ist gar nicht an dem... an diesen Konstrukten gestorben, wie es aussieht. Schwarzkrautbalsam. Keine Ahnung, was das alles ist. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich werde es doch früher rausfinden, was das ist hier. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wieder sowas wie... wie diese komischen Pilze da, die... die uns irgendwann mal die Ausrüstung zerfressen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, ich guck mal lieber. Obwohl, es sieht noch gut aus. Alles noch top. Irgendwas rennt hier noch rum. Hör schon.
Ich glaube, hier drüben kann man auch noch reingehen, aber ich glaube, ich weiß nicht. Der hat bestimmt versucht, hier durchzugehen. Obwohl, nicht ganz, der ist runtergesprungen hier. Was noch dämlicher ist, weil er hätte eigentlich direkt drum gehen können. Ja, ich weiß nicht, soll ich es versuchen? Machbar ist es bestimmt. Ich glaube, hier ist kein Eingang. Aber ich kann hier hintergehen, wie es aussieht. Unten ist schon der nächste Wichser. Und meine Nase juckt mal wieder, das passiert mir so oft. Ja, der kommt natürlich jetzt um die Ecke geschissen hier. Und ich glaube, ich sollte schnell zurückgehen hier, bevor der kommt. Ansonsten könnte das wehtun, glaube ich. Wo ist er denn hin? Ah, da ist er ja. Aua. Ja. Was macht er denn jetzt hier? Ja, sind auf jeden Fall nicht die allerhellsten, zum Glück. Also die sind langsam, behäbig. Aber wenn sie treffen, dann hauen sie auf jeden Fall gut Schaden rein. Also das muss man sagen. Und soll ich es jetzt probieren? Ich probier's. Obwohl, nee. Das ist mir nicht wert. Ich will wenigstens erstmal zum nächsten Bonfire kommen am besten. Das wäre mir schon am liebsten. Unten ist schon wieder irgendwas. Das werde ich mir jetzt gleich noch holen. Ja. Wo kommt der auf immer her hier? Natürlich auch weggeschossen. Interessiert das noch nicht mal hier, wenn er beschossen wird. Oh oh. Okay, kommen wir mit hier rein am besten. Ich kämpfe nicht so gerne an irgendwelchen Abgründen hier. Na komm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war, aber okay. Ja, bis jetzt ist das noch ermäßigt. Also ich spiele, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, sehr langsam. Weil ich keine Ahnung habe, was jetzt hier ist. Hurra für Zufluchtsort, Vorsicht vor Trost. Aha. Ja, ich könnte hier noch so ein Ding runterfahren lassen, wenn ich das will. Hier unten ist... Da unten ist was. Das nehme ich mal mit. So. Blitzurne. Habe ich nie benutzt, sowas. Aber okay. Kann man natürlich machen, wenn man das will. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas ist hier. Das ist nichts. Das ist schon gut. Aber hier ist definitiv eine Sackgasse, wie es aussieht. Also glaube ich nicht, dass man da springen kann. Oh, was ist denn hier los? Okay. Ist das eine Art Brücke oder was? Da sollte ich vielleicht mal gucken, ob man da jetzt drüber kann. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt so rüberspringen hier. Das ist schon mal praktisch. Dann können wir das mal probieren. Ich hoffe, dass ich den Sprung jetzt nicht versemmel. Weil im Springen bin ich immer so ein Noob. Oh, das passt. So. Und jetzt ist hier schon das nächste Ding hier. Und das geht bestimmt da unten, oder? Tatsächlich. Unglaublich. Und das Problem dabei ist, wie es aussieht, komme ich von dort aus nicht mehr zurück. Und das hasse ich ja immer, wenn ich an irgendwelchen Flecken nicht mehr zurückkomme. Wenn ich dann eingesperrt bin und dann die Gegner am Ende kommen. Ja, dann steht man da und verzweifelt. Und da oben können auch noch Leute kommen. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, was diese Dinger da unten machen. Ich würde es gerne ausprobieren, aber dann weiß ich nicht. Müsste ich wahrscheinlich wieder die Hälfte vom Video rausschneiden. Oder das Video generell schneiden, weil ich glaube nicht, dass ihr so ein drittes Mal sehen wollt, wie ich hier... Oh, hier hinten ist noch irgendwas. Oh, fuck. Ach, die scheiß Mistdinger schon wieder. Unglaublich eklig. Fuck, ey. Okay, geborstene rote Augäpfel, sehr schön. Da hinten ist wieder so ein Typ und ich glaube, wenn die Giftsachen jetzt mal abklingen, werde ich das auch gleich zerstören, was hier kommt. Zumindest hoffe ich, dass es zerstörbar ist. Oh fuck, das bewegt sich. Leck mich am Arsch. Wo bewegt sich das? Kann ich das zerstören? Es sieht nicht danach aus, dass ich das zerstören kann. Ich kann es nicht mal anvisieren. Ja, verpiss dich. Das wäre mir am liebsten. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Aber es sieht nervig aus, auf jeden Fall. Von daher, obwohl hier sieht man auch die Spuren. Ich habe keine Ahnung, wo es hinläuft. Vielleicht kann ich es von unten beschießen hier. Oh, tatsächlich.
Es ist direkt am Arsch sozusagen. Ja. Ich hoffe bloß, das stirbt jetzt komplett. Ja, sehr gut. Okay, wieder was gelernt. Also sehr unfaire Gegner teilweise, kann man sich denken. Tun die jetzt alle so spucken hier, oder? Ja, aber okay. Gut, dass ich den schon mal aus dem Weg geräumt habe hier. So, jetzt du noch. Komm mal her. Ja, eigentlich wollte ich dich von hinten erwischen, aber irgendwie hat das nicht so ganz geklappt. Ja. Ja, ich habe bloß keinen Bock, jetzt hier wieder irgendwie sinnlos zu sterben. Da habe ich keine Lust drauf. Auf jeden Fall gibt es hier jede Menge... Ja, wie soll ich sagen? Jede Menge Platz, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, ich werde jetzt aber auch nicht jeden Raum hier besuchen, weil, wie gesagt, ich habe keine Lust, jetzt hier wieder sinnlos zu sterben oder so. Ich bin halt heute so ein bisschen Weichei, kann man sagen. Natürlich werde ich wieder beschossen. Hat da irgendwas getroffen gerade? Weiß es nicht. Wo ist der hin? Ah, da hinten. Schießt er mich auch. Und trifft mich nicht. Ah, jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo der hinschießt, aber okay. Und ich glaube, das war's. Nee, lebt noch. Unglaublich. Ja, diese Distanz hier, die nervt. Also das ist mir schon im Schrein von Armada unangenehm aufgefallen, dass die Gegner ab einer bestimmten Entfernung einfach verschwinden. Das war ziemlich nervig auf jeden Fall. Oh, fuck, irgendwas ist doch hier schon wieder. Irgendwas beschießt mich doch hier schon wieder. Ah, da hinten ist schon der nächste von den Pennern. Dann werden wir hier mal versuchen, vielleicht hier in Deckung zu gehen und gucken, ob das geht. Ich glaube eher nicht. Ne, nicht wirklich. Oh, fuck. Oh, fuck. Nicht ab. Nein. Ich habe keine Lust, hier zu sterben. Mann, ziehen die viel ab, die Wichser, ey. Das ist unglaublich. Kann ich jetzt gleich zwei Heiltränke reinpfeifen hier. Ich meine, ich habe mich zwar noch nie geheilt, aber... War trotzdem nervig, auf jeden Fall. Gucken, ob ich den von hier erwischen kann. Aber das wird schon so mitgemacht. Ah ja, tatsächlich, da hinten. Gucken, ob ich den von hier treffe. Pisser. Ja, sieht gut aus. Also ich habe keine Lust da reinzurennen, also mal ganz im Ernst. Ja, schön blöd, wenn ich das machen würde. Jetzt dauert zwar jetzt alles ein bisschen länger, aber ich denke mal, ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite dann. Und jetzt haue ich den Wichser hinter der Säule ab hier. Ich denke mal, treffen aber trotzdem. Oder auch nicht. Ich muss gucken, ne, hier ist nichts, wo ich runterfallen kann. Nicht, dass ich hier nebenbei noch im Eifer des Gefechts runterfalle. So, das Nummer 1 tot. Ja, und du kannst da gerne schießen, wie du willst. Ich glaube, jetzt trifft er mich trotzdem gleich. Ja. Nervig. Nervig, nervig, nervig. Kann ich mich ja hier irgendwo dahinter verstecken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt ein bisschen sichtbarer, wie es aussieht, oder? Ich glaube, seine Pfeile fliegen weniger weit wie meine, wie es aussieht. Ja, ich gehe da lieber auf Nummer sicher. Und hoffentlich stirbst du, danke. Sehr schön. Aber das auch geklärt. Ja, es ist halt Dark Souls, ne? Man versucht natürlich dann auch Schwachstellen zu finden bei den Gegnern. Magiebolzen 30 Stück. Und ich denke mal, es gibt deutlich effektivere Waffen, wie die, die ich jetzt benutze. Gegen die Viecher. Aber wer weiß. Ja, das dachte ich mir schon, dass hier so ein Wichser um die Ecke steht. Ich glaube, dich logge ich erstmal raus hier. Das wird ziemlich knapp, habe ich gerade festgestellt. Na, komm mal her hier. Ja.